Ey, Herratsch, das ist ein Kunde. Was? Das ist ein Kunde. Wieder ist ein Kunde. Ja, frisch, wir haben schon zu, aber Kunde ist da. Der ist von weit gekommen. Warum hast du die Tür nicht abgeschlossen? Ich wollte gerade abschließen, kann Kunde rein. Der ist extra aus Kassel hingekommen. Ja, aber aus Kassel? Ja. Friseur ist weg, jetzt musst du schnell. Ja, unser Friseur ist nicht mehr da. Ja, egal, Kunde, schaffst du schon. Ja, hier ist extra ein YouTuber jetzt hingekommen, der hat seine Sachen alles dabei. Equipment. YouTuber? Ist ein YouTuber. Oh, Digga. Ich verkacke Alter nicht, dass er mich dann aus. Nein, du kannst das schon. Meinen hast du letztens auch gestellt, die waren auch super. Wir versuchen es. Gib dein Bestes. So Leute, auf jeden Fall schneide ich mir gleich die Haare, ich weiß gerade nicht wer. Hi. Es geht, Bruder. Hi, schneide es so schnell, Bruder, wann mal wieder die Seiten weiß. Ja, mach ich. Wie möchtest du die Haare haben? Am besten einfach Seiten auf Ziffra, Digga. Seiten auf was? Ziffra. Auf was? Ziffra. Ziffra? Ziffra. Was ist Ziffra? Ziffra, hier 0. Ach, Seiten auf 0? Ja. Ach so, Tamam. Auf Ziffra. Auf was? Auf Ziffra. Ziffra? So, Freunde, wir sind jetzt fertig. Was natürlich geht ist hier der Musti zu Besuch. Warte. Was geht ab, Bruder? Leute, Musti ist aus Kassel vorbeigekommen. Extra, um mir die Haare aufs Chauffeur zu schneiden, Digga. Auf was? Aufs Chauffeur. So, Leute, wir sind jetzt fertig hier im Neubeckholm. Jetzt geht's weiter eine Nergila rauchen. Nergila. Liebe Albert, unser Starkoch hier. Was geht, Chiché? Alles Beste, ich werde mein Traum erfüllt. Boah, diese Pizza, Leute. Ne? Bruder, das ist der Shit, Alter. Okay. Jo, Leute, was geht? Wieder neuer Tag, neues Glück. Ich lasse jetzt hier Teamweiber an, Freunde, und werde gleich von einem anderen Computer meine Steuern und die restlichen Einstellungen für das YouTube-Video zu machen. Und ja, Mann. Ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit, Leute. Ey, wir waren gerade bei einer Bäckerei, Leute, und ein Kollege von mir hat mir jetzt gerade etwas empfohlen. Ich zeige euch das mal gleich, habe ich noch nie gegessen, ich bin echt gespannt, ey. Er meinte zu mir auf jeden Fall, das wäre krass, das ist ein belegtes Thunfisch. Egal, ich zeige euch das gleich, wenn wir hier im Bunker sind. Oh Mann, Alter, wo bin ich hier gelandet? Verdammte Scheiße. Oh, shit. Muschi, arigato sein was. Oh Leute, ich krieg Angst, ey, wo bin ich? Jetzt probieren wir dieses besagte Brötchen, Leute. Ja krass, da ist sogar Pute drauf. Oder was ist das? Nein, warte mal. Falsche Leben? Ein Putenbrötchen. Digga, wie dumm, die haben ein Putenbrötchen gegeben, ey. Nein! Leute! Thunfisch sollte das sein, ne? Mann, das sollte Thunfisch sein, da ist jetzt Pute oder Schinken drauf. Ey, Mann, ich wollte das echt so gern probieren. Ja, haben wir auch falsche Brot genommen. Bei mir, ich weiß nicht mal, was da drin ist, ich esse es. Also, ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, was da drin ist. Aber es war nicht schlecht, ey. So, Leute, was geht? Ich war jetzt bei meiner Schwester. Und wenn wir schon hier im Porta sind, Leute, wo geht's jetzt als nächstes hin?